Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Easy Credit Basketball Bundesligaspiel der BG Göttingen gegen Ratio Farm Ulm. Das Spiel endete 65-86. Es waren heute 3.447 Zuschauer in der ausverkauften Sparkassenarena. Zu meiner Rechten begrüße ich Jaka Lakovic, Head Coach von Ratio Farm Ulm. Zu meiner Linken wie immer Johann Reuerkas, Head Coach der BG Göttingen. Ich bitte Herrn Lakovic um sein Statement zum Spiel. Good evening. Well, our plan for today's game was to come here with a defensive mentality, because Göttingen, they were in a five-game winning streak, having great games, playing great basketball, and not just that, they played in these three games, they were the top three teams in defense. So we knew that coming here and just trying to score 1 point more than the opponent, we will have a long night. So our mentality from the get-go was correct, and that's why we have also good chances on the open court, and we took the advantage, making a good in second quarter, making shots. Important shots that put us in the lead, and then in the third quarter we expected that Göttingen will come out and just come out swinging, and they were playing good, but we were ready to to absorb this first punch, and from that moment on I think we controlled the game. We played a good game, especially I'm happy with the defense, and I think our team deserved to win tonight. Vielen Dank, Jaka Lakovic. Ich fasse das kurz auf Deutsch zusammen. Er sagt, die Ulmer sind mit einer defensiven Mentalität hierher gekommen. Sie haben gesehen, wie Göttingen fünf Spiele in Folge gewonnen hat und großartigen Basketball gespielt hat. Sie waren auch, Göttingen war in diesen Spielen unter den Top 3 in der Verteidigung. Darum musste Ulm hierher kommen und nicht nur versuchen, mit einem Punkt mehr zu gewinnen, sondern wirklich bereit sein für dieses Spiel. Er war sehr zufrieden mit der Mentalität seiner Mannschaft. Im zweiten Viertel haben sie gute Würfe getroffen, wichtige Würfe getroffen. Im dritten Viertel haben sie erwartet, dass Göttingen rauskommt und versucht, das Spiel zu gewinnen. Das haben sie aber sehr gut gekontert und die Schläge, die Göttingen gesetzt hat, absorbiert. Und deswegen glaubt er, dass dass Ulm diesen Sieg verdient hat. Johan, you're coming to the game. Yeah, well, congratulations to him and Coach Jaka for the deserved win, as he said. I think we were ready to play. I liked our energy out there. I just thought that Unimus came out really sharp too, and they troubled us a lot on both ends in the second quarter. Third quarter was better, but as with Coach said, they did. We tried to punch him. We couldn't. We did a much better job on defense, but we couldn't punish him enough on offense. And the fourth quarter was just garbage time. Ja, so gratulieren zu Ulm und Coach Jaka für den verdiente Sieg. Die Energie war da von der Mannschaft am Anfang. War eigentlich zufrieden, wie wir im ersten Viertel gespielt haben. Im zweiten Viertel hatten wir Probleme an beiden Seiten des Spielfelds. Dritte Viertel sind wir gut rausgekommen in Verteidigung, nur konnten wir keine Lösungen finden in Offensiv. Einige offene Würfe gingen daneben auch natürlich. Aber am Ende war das ein verdienter Sieg für Ulm. Vielen Dank, Johann Reuerkas. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Johann Murphy ist rausgerumpelt. Was war da los? Ja, Enkel. Bitte? Enkel? Knöchel. Umgeknickt. Ja, ist umgeknickt. Weitere Fragen? Johann, kannst du sagen, warum Dennis Kramer im Vergleich zu den vergangenen Spielen nicht so zum Zuge kam heute?
weil Dylan Ossakowski am Dominieren war. Johann, ab wann war für dich klar, dass das Spiel nicht mehr zu sehen war? Oh, Anfang Vierter, denke ich. Ja. Hat man gesehen, dass ihr das nicht konzentrieren werdet. Ja. Henderson hat auch wenig gespielt oder gar nicht im letzten Viertel? Das Spiel war vorbei. Es war Garbage Time. Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall, dann danke ich mich für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns hier wieder am 1. Februar gegen den Centenix MBC. Ich wünsche allen noch ein schönes Rechtswochenende und eine gute Heimreise zu den Gästen. Danke.